nicht verwertet. Twist-Filme werden wie am Fließband abgedreht. Es gibt Twist-T-Shirts, Jeans und Nachthemden. Die Tanzschulen stehen vor einem unerwarteten Boom. Dass der Twist als vulgär und obszön beschimpft wird, ändert nichts an seiner explosionsartigen weltweiten Verbreitung. Bis hinein in höchste Kreise. Vor dem Kirchenportal von St. Nicholas im englischen Chiswick filmte unser Kameramann diese ungewöhnliche Szene. Der jugendliche Priester Father Brown zieht sich eine Lederjacke über die Soutane, stülpt einen Sturzhelm auf das geweihte Haupt und gibt einen Blick auf Blue Jeans und Cowboy-Stiefel frei. Dann fährt er mit einer großhubigen AJS in ein neues Kapitel der Kirchengeschichte. Zu seiner fortschrittlichen Gemeindearbeit gehört ein Besuch im Twist-Lokal. Die Sympathien seiner neuen Freunde gehören ihm ganz, als er mit ihnen einen Twist abzieht, soweit ihm die Soutane dazu genug Bewegungsfreiheit lässt. Urteil der Jugendlichen, er ist ein dufter Junge und er schaltet sauber. Catherine Deneuve, Roger Vadim, die Schönen und Reichen von Saint-Tropez und die Playboy-Szene um Gunter Sachs bringen den Twist in Europa in die Schlagzeilen. Party ist angesagt und das bedeutet 1961 Twist. In Saint-Tropez, da habe ich was Tolles gesehen. In Saint-Tropez, da war es um mich geschehen. Bella, 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 Bella Donna mit dem tollen Dekolleté. In Saint-Tropez. In Deutschland widmen sich die Tanzlehrer und ihr Fachausschuss für Umgangsformen dem Phänomen Twist mit bewährter Gründlichkeit. Rechts, links, 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 eins, zwei, eins, zwei. Drehen. Ja, meine Damen und Herren, das war ja schon ganz gut für den Anfang. Doch ich muss Sie zunächst wiederum auf Fehler aufmerksam machen, die den Twist-tanzenden Tänzer manchmal sehr ungeschickt aussehen lassen. Und da haben wir zunächst einen Fehler, nämlich das zu forcierte Bewegen und Drehen der Hüften. Schauen Sie, das sieht etwa so aus. Sie sehen, dass die Arme sich vollkommen unkontrolliert bewegen und dass man nun nicht gerade ein elegantes Bild abgibt. Hier geht es darum, dass der Fachausschuss für Umgangsform es erlaubt, dass die Dame heute die Beine übereinander schlägt, aber auch nicht grundsätzlich. Es kommt immer darauf an, wie es aussieht. Das sind Bilder, wie man sie immer wieder sehen kann. Dasselbe gilt natürlich für die Herren. Das ist doch ein unmögliches Bild in einem gesellschaftlichen Rahmen. Ja, also ich finde, Sie haben vollkommen recht. Man sollte wirklich ein bisschen mehr auf diese äußeren Dinge achten. Sind Sie damit einverstanden, Herr Schneider? Aber selbstverständlich, 100%. Der Twist trifft auf eine Gesellschaft, die ihre Steifheit loswerden und wegtanzen will. Die Deutschen 1961 können und wollen genießen. »1961 ist in Deutschland, trotz Berlin-Krise und Mauerbau, alles beim Alten. Adenauer regiert im 12. Jahr, ihm zur Seite Ludwig Erhard. Aufschwung wie gehabt.« »Gehen Sie mit der Konjunktur, gehen Sie mit auf diese Tour, nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich, und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett.« Allgemeiner Wohlstand, Motorisierungswelle und Plastikkultur markieren die Wende zum neuen Jahrzehnt. Jeder Zehnte hat bereits Telefon, jeder zehnte Bundesbürger ist stolzer Autobesitzer. Schleiflack, Schlafzimmer sind der Renner und keine Party ohne Cocktail und Erdnüsse. Gehen Sie mit der Konjunktur, drehen Sie mit an dieser Uhr, laufen Sie, wenn's sein muss, raufen Sie, und dann verkaufen Sie mit Konjunkturgewinn. Geld, das
das ist auf dieser Welt der einzige Kinderheld, wenn man davon genügend hat. Wenn man davon genügend hat. Deutschlands Jugend ist hin und her gerissen zwischen den alten und den neuen Werten. Diese Jugendlichen, die zur Klampfe singend und hinter selbstgewählten Wimpeln Sommer für Sommer von Ortschaft zu Ortschaft ziehen, wirken heute beinahe wie ein Überbleibsel aus vergangener Zeit. Sie gehören zu jenem Teil der Jugend, der von einem anderen Teil der Jugend freundlich belächelt wird. Es sind Jugendliche, die die Gemeinschaft suchen, nicht zuletzt um sich in sie einzufügen. Und ihre Gesichter strahlen etwas von jener naiven Unbekümmertheit aus, die sie für viele Erwachsene so sympathisch, für viele Altersgenossen jedoch so komisch macht. In aller Munde hingegen ist jener Jugendliche, der sich hierzu als Kontrast anbietet. Er sucht zwar ebenfalls die Gemeinschaft, aber unter dem wohl etwas fadenscheinigen Vorwand, moderner Individualist zu sein. Es ist eine Welt, die ebenfalls ihre eigenen Gesetze, ihre Tänze und ihre eigenen Lieder hat. Das Bild im Traum träumte daher so allein. Könnte sie doch wirklich sein? Träumt von ihr so manches Jahr, weil sie schön wie Mutter war. Oh, bleib, bleib bei ihm, Diana. Meldungen von sogenannten Partys und Orgien aus Großstädten unseres Landes, die mit jugendlichen Mädchen gefeiert werden, reißen nicht ab. You and me, cheek to cheek. Tanzen gehen, schicke Musik. Darling, hast du das gerne? Oh, I like it. Platte heißt Baby Twist. Die junge Dame, die Sie gleich sehen, heißt Elisabeth. Und der Sänger, das sagte ich schon, Will Brandes. Geh ich am Morgen früh schon aus dem Haus, sehen zwei blanke Äuglein traurig aus. Und kaum, dass ich die Arbeit dann begann, ruft sie schon an. Hallo, Papa, komm mal. Komm ich nach Hause, muss ich Dinge drehen, Purzelbäume schlagen, auf dem Kopf stehen. Lieg ich am Boden ganz und gar K.O., dann ruft sie froh. Hoppe, hoppe, reiter. Oh, wie schön, oh, wie schön, wenn wir zwei uns verstehen. Beim Twisting, Twisting, Peppermint, kiss me, baby, twist me, baby, wenn wir zwei uns verstehen. Das ist schön, oh, wie schön, beim Twisting, Twisting, Peppermint, one, two, three, kick, one, two, three, so der Twist ist der erste Modetanz des 20. Jahrhunderts, der einzeln und nicht mehr in Paarhaltung getanzt wird. Twist ist neu. Twist ist die Revolution. Twist lebt. Twist.